Es scheint, als hätten wir den Turboflitzer freigeschalten. Und damit, KO Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Booster Strecken Deluxe Paket Ultra Content. Ich bin mega, mega gehypt auf die neuen Strecken. Die Sydney Spritztour, das Schneeland, die Pilzschlucht und die neuen Eiscreme-Eskapaden, Leute. Freut euch darauf. Also bleibt dran und wir starten direkt rein. Gibt gar nicht viel groß zu reden. Für die Leute, die sich jetzt fragen, wann mein Computer wieder steht. Ich weiß es nicht. Aber Stray und Forza wird kommen. Stray und Forza wird kommen. Und Inside wird weitergehen. Auf jeden Fall. Gibt's gar nichts groß zu reden. Nächste Woche, übernächste Woche. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin müsst ihr euch halt mit Let's Plays von hier begnügen. Heißt Minecraft, keine Ahnung, was ich sonst noch so auf dem Computer halt hab. What the Golf habe ich noch. Je nachdem. Ich kann nichts dafür, es tut mir leid. Alles kaputt einfach. So, in Sydney. Und erstmal einen Unfall bauen, da sehe ich mich. Oh, oh, wir fahren durch das Opernhaus. Oh, hier fliegt man, okay. Wir bleiben erstmal entspannt. Ist die erste Runde, da kann viel passieren. Im Übrigen, ich habe meine Facecam nicht verändert, weil ich finde, dann ist es nochmal was, tatsächlich ein bisschen was Spannenderes. Weil man dann nicht weiß, ob man jetzt Erster ist oder nicht. Finde ich ganz nice, finde ich ganz nice. Und es liegt daran, dass ich einen anderen Monitor benutze und ich sonst aus dem Bild rausschauen würde. Also einfach in die falsche Richtung gucken würde. Ich weiß nicht, wo lang. Okay. Ich hab gehupt. Wenn mir jetzt noch einer zu nahe kommt, ich hub dich weg, Mann. Sag mal, was ist denn jetzt auf einmal los? Ich konzentriere mich zu sehr auf den Hintergrund, weil das so schön aussieht. Klar ist eine einfache Grafik, Mario Kart Tour, aber sieht trotzdem gut aus. Geh erstmal safe hier. Ich sehe legit nichts. Diesmal... Ja. Wow. Wuhu. Das gibt mir Excitebike-Vibes. Excitebike ist eine wilde Strecke, aber nicht im Online-Multiplayer. Oh ja, hier den Jump schön. Meine Brille rutscht runter, das ist problematisch. Oh, was war das denn? Ich dachte, man kommt da durch. Nee, unsichtbare Wand, schön. Okay. Kommt jetzt wieder ein neuer Streckenbereich. Ich finde es mega cool, dass sich diese Tourstrecken die ganze Zeit verändern. Und sich die ganze Zeit deinem Fahrgeschehen anpassen. Also was heißt anpassen? Sie verändern sich halt, während du fährst. Aber diesmal scheint das nicht so. Wobei, waren wir bei dem Freizeitpark schon? Hör auf, immer so früh in den Drift zu gehen, Mann. Ich habe automatisches Driften aus. Trotzdem ist es manchmal ein bisschen weird, weil ich einfach auf den Knopf komme. Oh, jetzt schnell die Brille hoch. Nein, das war so dumm. Okay, ich hab's auch irgendwo verdient, nicht Erster zu werden. Heißt jetzt aber nicht, dass ich Letzter werden will. Hallo! Was? Oh, oh. Vierter? Hm. Zweiter? Dritter? Also das geht besser tatsächlich. Aber man muss ja auch mal verlieren. Man kann nicht immer gewinnen. Genau. Ich merke auch hier oder hier, dass es richtig pixelig, die Facecam, weil sie einfach nicht richtig eingestellt ist. Sie ist im Übrigen auch nicht mal auf Full HD eingestellt. Das ist ein quadratisches Bild. Deswegen ist sie auch schon direkt abgeschnitten. Ich würde das niemals so früh abschneiden. Kann ich nicht ändern. Ist auch egal. Wir fahren weiter. So. Die Schneepiste. Sieht sehr strong aus. Schaut mal in den Hintergrund, diese riesengroßen Kristalle. Die haben was, die haben was. Mario! Bin entspannt.
Nee, jetzt überholt mich hier keiner mehr. Wie man einfach mit dem Pilz genauso schnell ist wie mit einem Drift. Okay, die Strecke scheint relativ linear fortzuführen, sich nicht zu verändern. Das finde ich gut, weil da kann man sich so spätestens ab der zweiten Runde weiß man ungefähr, wie es lang geht, wie man am besten fahren kann. Ich weiß nicht, ob das Wasser schädlich ist. In anderen Strecken kann man ja ins Wasser runter. Keine Ahnung, ob man das hier auch kann. Vielleicht kommt man dann hier wieder hoch. Nee. Ey, der Bewohner ist heute sehr strong. Er nutzt die Abkürzung. Leute, die diese Abkürzung nutzen, sind unsympathisch. Aber ich konzentriere mich mal ein bisschen. Und nach rechts, nach rechts, nach rechts. Strong, strong, rechts, rechts, komm, komm, komm. Oh mein Gott, der Pinguin, der war so knapp. Oi, 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 oi. Das kann nicht euer Ernst sein. Und der Bewohner, natürlich, ja, Metal Mario, kommt alle her. Überholt mich, ich habe kein Problem damit. Das ist doch gescriptet. Vierter? Also jetzt ist tot. Jetzt ist langsam vorbei. Ich dachte gerade, ich habe ein Kabel gezogen oder so. Also jetzt ist auch mal gut. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Lasst mal ein Like da, wenn ihr auch manchmal solche Momente habt in Mario Kart, wo ihr einfach denkt, alles ist gegen euch. Kaum zu glauben, was hier abläuft. Echt. Ja, komm, ja. Oh, ich bin Fünfter. Was ist Sechster? Oh, die Musik! Die spielt auch in Super Mario Bros. X am Anfang. Im Startscreen. Also jetzt noch ein Item, was mich trifft und ich schreie. Wir fahren da lang. Das sieht special aus. Auf den roten bounce man, auf den grünen. Ich habe noch nie in meinem Leben den Stern gehabt. Nein! Ey, Mann! Und Donkey Kong. Aber ist halt so, Donkey Kong ist einfach ein Gewinner. Hier links ist einfach nur eine Strecke außen lang. Finde ich ein bisschen unnötig, weil ich die hier kürzer finde. Oh, ich hab drei Schwooms. Die nutze ich. Okay, wir springen, wir springen, wir springen. Zack. Okay, wir haben's, wir haben's. Nein, 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 nein! Warum? Ey, das ist doch kompletter Betrug hier. Das kann nicht sein. Okay, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Ich kann... Das kann nicht sein. Warum ist das so ein Betrug? Ja. Okay, rechts, rechts, rechts. Wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. Fahr doch. Ey, wie kann ein Spiel nur so unfair sein? Spring, spring, spring. Wir zünden Mushrooms, wir zünden zwei Pilze. Okay, wir fliegen. Den hier muss man ganz oft spammen, den Königspilz. Wie viel da sind wir? Das erste Mal Erster. Im gesamten Video das erste Mal Erster. Ich würde sagen, relativ stressig das Game. Da muss ich erstmal was trinken, tatsächlich. Oh, und weiter geht's. Boah, noch nie ein so anstrengendes Spiel gespielt. Oh mein Gott, die neue Strecke.
die Eiscreme-Eskapaden. Ice Sea. Let's go. Yoshi Ice Cream. Oh, wir starten. Oh, wir starten mit einer Flugsequenz. Böse, wenn man das nicht weiß. Okay, sind Treppenstufen. Wir gehen auch nach oben. Ja. Okay, das war's. Also, Leute, falls ihr euch denkt, was ist mit dem Typen los? Warum kann er nicht spielen? Dann schaut euch bitte das letzte Video an. Da war ich nicht so schlecht. Oh, hier sieht man nichts. Das ist ein bisschen unschlau gelöst. Dass man an die Strecke unter einem nicht sieht, wo man landen kann. Aber der Königspilz hat es zum Schluss noch geregelt. Ich sehe nichts. Aus dem Weg. Ey, das kann nicht wahr sein. Ich glaube, das muss ich muten. Oder halt leiser machen auf jeden Fall. Hier kann man auch links dran vorbei, ja. Ich habe gerade gemerkt, wie unten der Zeiger komplett rot ist. Das ja heißt, ihr habt nur unverständliches Kratzen. Ich glaube, da mache ich leise einfach. Oh, das ist eine Gravitationsstrecke. Ey, es ist legit nicht mehr lustig. Hier, dass man hier nicht sieht, wo die Strecke ist. Da könnte man auch komplett daneben fallen. Also letzter werden will ich jetzt auch nicht. Verändert sich die Strecke? Ich weiß es nicht. Nee, tut sie nicht. Ich dachte gerade, weil das so ein bisschen so aussah. Wir fahren nochmal durch die Ice Cream. Also die Treppen sind ganz schlimm. Perfekt. Das war gut. Wir fahren wieder links lang. Relativ gerade drauf zu. So. Letzter Sprung. Ja, also was heißt letzter Sprung? Von den Keksen halt. Okay, wir jumpen. Sind wir Erster. Jetzt ist aber gut. Also... Das kann nicht euer Ernst sein. Nee, das kann... Da sitzt irgendeiner bei Nintendo und drückt gerade Knöpfe. Der denkt sich, der nimmt jetzt ein Video auf. Lass mal die Zuschauer unterhalten. Die Strecke war gut. Der Booster Pack war zu. Das Booster Pack war wieder zu kurz, aber es kommen ja noch mehr Strecken von dem her. Diesmal war es echt krass schwerer als beim letzten Mal. Haben wir wenigstens noch einen Pokal, das ist sonst eine echte Schande. Also ich muss sagen, meine Lieblingsstrecke tatsächlich war Luigi Pinball. Ist ja auch klar. Und... Ja. Wir sagen einfach mal gar nichts dazu, okay? Wir lassen das an der Stelle einfach mal... Und ich verabschiede mich von euch. Fazit, hattet ihr mehr? Gibt's nicht zu sagen. War cool, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns, schaltet morgen wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.